Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Scam und herzlich willkommen damit bei mir und ja, freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir dann mal unser Ziel weiterverfolgen. Wir suchen immer noch eine Leica Kofferraumtür. Das ist, ich glaube, Never Ending Story. Ich habe keine Ahnung. Ach so, übrigens, Never Ending Story hatten wir nicht hier. Nee, hatten wir nicht. Was? Haben wir auch nicht. Wir haben nicht genug Batterien oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ey. Obwohl ich der Meinung bin, wir hatten letztens irgendwo Batterien. Jede Menge. Wir können aber auch übrigens. Passt, dann lassen wir das doch so. So. Das Ding muss eh dann hier rein. Das kommt dann auf die 0. Und dann geht's jetzt weiter. Jetzt fahren wir einfach. Hä? Ist auch ulkig. Ach Scheiße. Die Tür ist ja zu. Dass man die Tür kriegen wir leider nicht ferngesteuert, ne? So, hallo? Null? Ach nee, geht ja gar nicht. Wir haben die ja noch nicht verbunden. Ach Scheiße. Dann können wir jetzt übrigens B3. Das ist direkt hier vorne. Ja, das ist bei Hippe. Ich glaube, da werde ich nicht wirklich viel kriegen. Es wird nicht klappen. So, das Ding erstmal zu. Andere Richtung. Wunderbar. Das Ding hier. Wunderbar. So, und jetzt erstmal. Das müssen wir erstmal ausnehmen. Das und das hier. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht. Ach so. Koppeln. So. Fertig. Dann sollte das jetzt vielleicht gehen. Ernsthaft, warum geht das denn jetzt schon wieder nicht? Remove Batterie. Jetzt ist die Uhr plötzlich empty, ey. Wollen die einen verarschen? Oh, ey, da krieg ich ja das Kotzen dran, ne? Volle Batterie empty, volle Batterie empty, volle Batterie empty, jupp. Es läuft. Das ist mehr wie merkwürdig. Sage ich ganz, wie es ist. Also. Wir müssen auf jeden Fall gleich als nächstes dann schauen, dass wir endlich mal irgendwie draußen verkaufen. Nein. Außen irgendwie. Schrott wollte ich jetzt auch nicht. Ach so, genau draußen die Schränke bauen, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, super toll. Wir haben keine Batterie mehr, würde ich sagen, nicht wahr? Das ist so ein Blödsinn gerade, bin ich ja ehrlich. Okay. Ja, das heißt, wir dürfen trotzdem wieder jedes Mal aufmachen, reinfahren, rausfahren, umfahren. Anhalten, zumachen, wegfahren. Meine Güte, können wir nicht noch weiterfahren, ey. So, dann.
Fahren wir mal gucken. Wir brauchen definitiv noch einen Kofferraumdeckel. Ach nee, Mensch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier die Städte ab, dann fahren wir dahin, von da aus dann weiter hier runter. Irgendwo muss doch jetzt noch eine gepitzte Leica-Tür liegen. Kofferraum gedöns, das ist ein Unding, ernsthaft. Es ist einfach nicht wahr. Gut. Und danach würde ich sagen, weiß ich nicht, ich würde gern Torpedofabrik nochmal gehen. Aua. Aber das Problem Torpedofabrik ist, wir haben nicht wirklich irgendwie. Oder wir fahren über Bahnhof zur Torpedo. Ich weiß es noch nicht. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Da steht ein Leica. Der hat noch, glaube ich, oder? Ja, da eine Kofferraumklappe. Alter, du solltest nur die Tür zumachen. Hä? Jo, wir haben fertigen Leica. Wunderschön. So, dann könnten wir im Übrigen auch hier. Es war jetzt echt einfach. Bis wir hier als erstes direkt so ein Ding finden, das war jetzt echt super. Wie gesagt, ich wollte nämlich jetzt eigentlich hier dann da nochmal hier unten rein. Hier dann rüber und dann eigentlich hier so die Strecke abfahren. Weil irgendwo musste ja noch irgendwo was sein. Das ist, ich glaube, die nächsten Autos zum Verkaufen, die wir suchen, werden dann nur noch VW sein. Weil ich glaube, die gehen einfacher oder so. Ich sage, was ich halt an Volkswagen jetzt unterwegs gefunden habe, das geht schon auf keine Kuhhaut mehr. Okay.
Oh Mann. Ja, mal ganz ehrlich, die City hier können wir dann jetzt auch schon mal looten oder wieder looten, wenn wir schon mal hier sind. Ja, hier war auch schon mal mit einem Squad ein Zuhause. Also, ist zwar auch eine lustige Zeit, bin ich ganz ehrlich. So. Aber wir finden hier eigentlich mehr als letztens in der anderen Stadt. In der großen oder größeren. Weil war ja nicht die große. Aber hier ist schon jetzt, fand ich, wesentlich mehr Loot wie beim letzten Mal da hinten. Das jetzt nicht nur, weil wir die Leica-Tür gefunden haben oder Kofferraumklappe. Ich meine, ja, das war auch toll, aber also ich muss definitiv sagen, dass die hier wesentlich besser ist wie da hinten ist. Gibt der Jacke. Da habe ich überhaupt eine an? Ja, diese da, okay. Ist ja so ein. Einen von diesen neuen Rucksäcken würde ich ja gerne mal finden. Das ist so, glaube ich, meine neue Herausforderung. Es ist, glaube ich, so ein schwarzer mit Totenköpfen drauf oder so. Ich glaube, er sieht bestimmt nice aus. Also, ich habe ihn nur einmal gesehen. Schon bei jemandem bei uns auf dem Server. Also ich fand das Ding schon nice, muss ich ganz ehrlich sagen. So, naja, komm. Obwohl, warte mal, den gibt brauche ich manchmal für irgendwas zu kochen, habe ich schon mal gesehen. Ne, nicht kochen, Kuchen oder so. Für irgendeinen Kuchen oder was das war, braucht man den? Dann nehmen wir den doch lieber mal mit, nicht wahr? Gut, die Arschkarte haben wir eh, wenn wir vier Einheiten bräuchten und wir haben nur zwei. Das wäre natürlich wieder nachteilig. Aber auch hier gerade irgendwie keine Schraubendreher. Ich mache, sag mal, wir suchen jetzt was anderes. Was suchen wir denn? Gummibänder 100%? Ich habe keine Ahnung. Prüfen ist leer, vielleicht haben wir dann da drüben Glück.
Das ist auch prüfen, das ist blöd. Pestizide, ja. Also hier, na egal. Sektor A0. Rüste die jetzt einfach mal aus. Weil andere habe ich gerade nicht. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Zumindest mal eine Rolle, ein bisschen Höschen da. Aber ich finde, die Hose sieht ganz merkwürdig aus, die wir gerade tragen. Also auch so der Schnitt mit Hintern und so. Ich weiß nicht. Also die passt, finde ich, nicht der Frau. Also zu, nicht zu der Frau hier. So. So, ja, jetzt haben wir... Oh Gott. Jetzt habe ich sie alle wach gekriegt. Sogar die, die eben noch so schön und friedlich geschlafen haben. Drei Schuss noch, okay. Was sagen, ich habe doch gerade angegeben drei. Also. Och, Menno. Ja? Ja, wir haben da unten jetzt gleich ein bisschen Spaß. Das wird auch lustig. Oh, Zucker, Zucker nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So. Ich nehme jetzt einfach den, weil der 93% hat und der andere nur noch 88% und ich nicht immer nähen will. Das läuft geil. Hier habe ich nur noch eine Kugel drin, in der anderen drei. Obwohl, wie war das letzte Kugel? Immer für einen selber. So. Na, komm, mach hier näher. So. Ich weiß aber noch nicht. Hä? Keine Ahnung, warum er die Tick jetzt da reingeschmissen hat und nicht dahin, aber okay. So, dann fahren wir jetzt noch schnell darüber.
So, ich würde sagen, steigt doch raus, würde ich sagen, zum einen. Dann gehen wir hier mal gucken. Zum anderen. Eine Werkzeugkiste, das ist schon mal super. Ja, ich muss das gleich ein bisschen anders machen. Ganz definitiv. Okay, der ist verschlossen. Ich würde sagen, wir lassen die hier, hauen das Ding dahin und das bleibt hier so. Die Pistole ist Notreserve. Eigentlich könnten wir ja gleich mal gucken, ob derjenige seine Klamotten da drüben auch richtig safe hat. Also nein, ich werde jetzt nichts klauen, natürlich, wenn er nicht ganz safe sein sollte, aber ich glaube, derjenige guckt dann zu und sieht das. Obwohl, ist eigentlich egal, ist, weil ja hier eigentlich wirklich nur nette Leute auf dem Server sind. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Weil, wenn man das nicht weiß, so haben wir früher nämlich hier auch geradet. Kommt hier hoch. Dann kann hier rauf. Dann kommt man nämlich hier rein. Aber derjenige hat auch hier abgeschlossen. Das ist sehr gut. Uah, das war jetzt nicht so gut. Ja, schade, leider. Ist ja nicht immer wirklich viel. Das ist halt schade. Da ist auch nichts. Na. Ach so, genau, Garage können wir noch gucken. Dreier-Schraubendreher, okay. Ja, sogar die würde ich jetzt liebend gern nehmen, weil wir nämlich gar nichts anderes mehr haben. Das ist Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann aber auch nicht sein. Das Einzige, was ich vielleicht noch so. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich würde nur behaupten, ehrlicherweise. Die looten einfach nur so viele Leute immer den gleichen Bereich. Dadurch ist halt hier weniger an Zeug da, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ihr habt es ja gesehen, ich war ja eben hier, um zu gucken, ob hier Leica-Gedöns ist und so. Und kaum sind wir hier und haben ein bisschen was gelootet, fährt schon das nächste Auto hier durch. Das heißt, er hat wahrscheinlich gesehen, dass mein Auto da steht, hat sich gedacht, naja, hier lohnt es sich nicht, weil ist schon jemand.
Gehe ich mal von aus. Aber ansonsten hätte derjenige wahrscheinlich auch schon gelootet. Ah. Kann man nichts machen. Müssten vielleicht, ja echt, vielleicht andere Base irgendwo bauen oder woanders bauen oder einfach woanders looten fahren. Ich glaube, das wäre noch eine Möglichkeit. Auch hier, ne? Nichts. Definitiv gar nichts gerade wieder. Na gut, hier ist nochmal fahren. Fahren. Faden, nichts fahren. Ja, komischerweise die Küchenschränke sind ja mittlerweile auch immer leer. Also noch nie mal essen, was da drin spawnt oder so. Ich glaube, lauf gerade so runter und ich versuche mir noch einen Kaffee einzuschütten, aber ich bleibe jetzt doch lieber mal einen Moment stehen, bevor der Kaffee gleich voll ist und ich es nicht so hinkriege. So. Dann weiter. So, doch, die da drüben hat man jetzt auch alle. Ne, Moment, wo ist denn das halt? Hier vorne das, genau. Bis hier, das können wir noch mitmachen. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal. Ach nee, ich bin ja gerade hier durch, ne? Ja. Alles gut. So, wir gehen wieder die altbewährte Methode durch. Pfeil und Bogen und Baseballschläger. Weil wir halt einfach gerade nichts mehr zu schießen haben. Keine Munition. Kein nix, das ist ja, wir könnten jetzt kaufen, aber das ist ja nicht so eine Zweck der Sache. Also, wenn ich jetzt sehe, wir haben die letzten Tage irgendwie 4000 Scam-Dollar durchgebracht. Mit Sprit und was weiß ich nicht, was wir da alles gemacht haben. Da. Wirkt das auf Dauer? Ja. Oh ja. Kann es aber auch nicht sein, ne? Das ist mal Garn. Ah. Ja, was soll ich sagen, ne? Also wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen mehr rausgeholt als in was war das, C4 Stadt? Ne, D4 Stadt. Aber ui, so wirklich, naja. So wirklich gelohnt hat sich dies nicht. Wir könnten aber hier nochmal lang fahren. Ist ja noch so ein kleines Gehöft. Vielleicht haben wir Glück, dass da noch irgendwas ist. Ich glaube es aber auch nicht.
Ui, das sind eigentlich die Betonstrohballen. Wenn du dagegen fährst, ist ja vorbei. So. Dann gehen wir jetzt hier noch mal durch, gucken, was wir hier finden. Nö. Ja, nein. Und ich wollte auch nicht die Gummistiefel mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Die können hier bleiben. Halt, warte, wir könnten doch. Ja, da ist nur Dünger drin. Jo, den schmeißen wir jetzt als erstes mal ins Auto. Auto. Auto, Dünger, Dünger, Auto. Das sieht doch gut aus, schon wieder. Wirksam. Hütchen Spinat. Ich komme, nehmen wir mal mit. Ui. Also hier ist zumindest ein Gitter, das heißt, hier war letztens auch jemand schon looten. Okay, hat, also wenn es, ne, runtergerutscht ist, von den Prozenten her selbstständig, dann wäre das hier vielleicht schon mal länger da, weil es sind nur noch 48% drauf. Dann könnte es vielleicht auch schon was länger hier liegen. Aber ansonsten. Ist echt der Hammer. So, was haben wir denn da? Kriegen wir da vielleicht noch was raus? Das ist auch noch so ein kleiner Schuppen. So, bitte schön einmal da hoch. Denken. Ist wahrscheinlich nicht so toll, aber wer soll's so? Da runter, alle runter. Dann haben wir noch das Haus, die Garage und da drüben das Haus und dann, puh, keine Ahnung. Der versteckte Brunnen ist auch leer. Das ist so ein Schie.
Ist das wirklich Streichhölzer, das Gedöns da? Ja, ne? Ja. Ach ja. Ich glaube nicht, dass da oben noch was ist. Ah, guck mal, da steht übrigens auch ein Leica. Ist es ulkig? Ist es neu? So, schließen? Nee. Der hätte sogar eine Heckklappe gehabt, aber dem fehlt der Fahrersitz. Also gut, hätten wir den da in der einen Stadt nicht gefunden, hätten wir jetzt definitiv den hier nehmen können. Fall doch jetzt einfach um, Mensch. So. Hätte noch hier hinziehen können, ne, wenn ich ehrlich bin. Aber wäre ein bisschen weit weg vom Schuss irgendwie. Gut, hier ist auch nichts drin. Statt, also ich wäre jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass der hier steht, sondern eher da hinten in der Garage. Aber ach, Garage, genau, die habe ich doch gar nicht durchgesucht, oder? War die gerade gemacht? Nee, ne? Volkswagen sitzt hinten. Mhm. Jo, das ist ulkig. So, dann fahren wir. Ich glaube, wir fahren sogar gleich nackig. Oder fast nackig. Vom Händler. Holen uns da schnell so eine Karte für wenig Geld. Und gehen dann einfach mal ins Meer schwimmen. Wir gucken einfach mal, wo wir neu spawnen. Dann machen wir nämlich random spawn. Könnten wir eigentlich so eine neue Loot-Tour bis nach Hause machen? Das wäre doch auch mal was, oder? Also fände ich zumindest. Ich fände es auch ziemlich ulkig. Hätte ich tatsächlich auch beim letzten Mal auch gemacht, wenn ich nicht meinen Leica da hinten stehen gehabt hätte. Ach nee, zu dem Zeitpunkt war es ja noch der Volkswagen mit offener Tür. Jo, aber es ist noch so weit. Wir können jetzt definitiv den Volkswagen verkaufen. Also wie gesagt, seit 1.7. dadurch, dass ja auch immer mehr Leute hier auf den Server kommen, seit dem 1.7. ist es bei uns nur noch erlaubt, ein Auto zu haben, ein Moped, ein Fahrrad, je nachdem. Aber dadurch, dass ja die Mopeds und so nicht wirklich genügend spawnen so zurzeit mehr. Wer nur noch, weiß ich nicht, ich glaube 10 haben. Ach nee, ich muss ja da lang. Müssen wir halt gucken. Uiuiui. Jetzt hat er da auch noch zugebaut. Ja, mal ehrlich.
Ja, muss mal die Abrissfirma hin. Echt, das geht ja so gar nicht. Einfach hier meine Durchfahrtswege blockieren. Nein, Quatsch. Er hat da gebaut und gut ist. Und dann darf er natürlich auch zubauen, wenn er möchte. So. So. Nun, dann steck doch auch mal aus hier. Wunderbar. Hier zu. So, dann machen wir das Ding hier zu. Hier machen wir halt. Ist darüber, das darüber. Den und den auch. Reparaturset, so das. So, das hier bitte unten hin, das dahin. Ach Quatsch, ja, so super, scheiße. Stimmt, ich habe ja auch die anderen Spritkästen hier. Oh Gott. In die Hände nehmen. So, der Kühlschrank sollte eigentlich irgendwo hier noch mit hin. Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, so dahin. Machen wir mal zu. So, nein, nicht die Kiste. Ach Mann. Nein, auch nicht pushen. Eigentlich hier zumachen. So. Ja, ist kann noch rüber. So, das Ding hoch. Ist da. Ist da. Ist raus. Ist hoch. So, super. Dann passt das nämlich jetzt auf. Teilweise so, wie ich es gern hätte. So, ne, Moment. Das ist die VRS, die wir eigentlich wirklich dabei haben sollten. So. Sollten wir die jetzt erstmal nachladen? Es wäre zumindest mal sehr schön. Okay. So, dann haben wir die zumindest mal wieder voll. Das Ding packen wir hier rein und da rein. Dann nehmen wir nämlich die mit. So, dann packen wir die auf jeden Fall hier in die Leica. Ne, die brauchen ein bisschen mehr Platz, okay. So. Und ja, dadurch, dass wir die Wade nicht nutzen, schmeißen wir die Magazine. Die Munition hier rein. So. Dip, 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 dip. Muss gucken, dies packen wir damit noch rein, dann schmeißen wir das Ding schon mal. Oh Gott. In die erste Kiste, glaube ich. Na, jawohl, ja. So. Ausrüsten. Ist voll. Ja, nicht wirklich voll, aber.
Der ist noch leer, das ist schön. Ausrüsten. Der ist teilweise voll. Aber auch hier, okay. Warte mal, das können wir im Übrigen hier drin lassen. Wolfswagen Fahrersitz, oh Gott. Wir können den eigentlich mal ausrüsten. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das kommt in die Hand. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit, das verkaufen wir ja alles. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das auch, das und das. Das kommt mit hier rüber, so. Wolfswagen ist im Prinzip leer. So. Die passte nicht, ne? Nee. Nein, Quatsch, nicht hier rein, die muss da rein. So. Ja. Dann würde ich sagen. In die Kiste. Ja, mir ist es im Prinzip auch vollkommen egal, wie die Dinge aussehen. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Hin? Prüfen. Wasser. Hm? Merkwürdig, aber okay. Ach Quatsch. Ist zurück. Lassen wir ja auch hier so. Das Ding wieder auf. Schmeißen wir mal hier rein. Ausrüsten. Das Ding wieder rein. Und dann den hier als nächstes. So, dann hauen wir das hier rein. Das ist ja jetzt alles dann so für demnächst meine Ausrüstung. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, würde ich mich ja gerne dahinten ertränken gehen. Nehmen wir nur das Höschen. Oh, Moment. Pfeil und Bogen und sowas sollten wir auch alles hier lassen. Da. Wird die Dame, ne, die ist zwar halt gerade. Oh, Nachtsichtgerät vielleicht auch. Das Ding hier auch. So, und der Rest ist eigentlich ganz gut, ja. So, das packen wir jetzt einfach irgendwo. Keine Ahnung, damit rein oder so. Da passt es nicht. Ja, vielleicht mit rein, hä? Gut, Auto, ne, passt auch nicht, das ist scheiße. Ich wollte jetzt nicht wirklich darüber fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich schmeiß uns erstmal mit da rein, ich habe keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Bärenfüße und sowas gibt es gar nicht mehr, ne? Ich kann auch noch die Bärenkopfmütze machen. Das ist blöd. Ach. Ja, Mädel, tut mir leid. Geht nicht anders.
Na, guck mal, die können wir ausrüsten, die Crocs. Die nehmen wir. So. Dann gucken wir jetzt mal. Oder? Nee, nicht schlagen. Den gucken wir jetzt, dass wir das Auto wegkriegen. Ja. Dann geht's jetzt zum Händler und wir gucken, bis wir die Kiste verkauft kriegen. Und es ruckelt und wird kalt und überhaupt. Aber ich weiß nicht, warum der im Auto kalt wird, weil hier sind doch eigentlich alle Türen zu. Wow. Sag mal ernsthaft, was der Tippe da noch vorhat? Den Knall oder was? Das ist ja. Wow. Ich weiß nicht, was der da noch vorhat. Jo, denn gucken wir jetzt etwa hier, wie gesagt, das Auto beim Händler verkaufen. Das dürfte, ja, ich glaube, der dürfte sogar 20.000 bringen oder so. Gehe ich mal von aus. Ui, 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 ui. In D0 ist der nächste Airdrop. Jut. So, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir hier irgendwo durchkommen, ohne irgendwie am besten. Genau. Irgendwo gegenzufahren, wollte ich sagen. Aber der war schon zu spät. Aber der. Ui, nein, nein, und schon wieder. Also. Ich sehe schon kommen, bevor wir beim Händler ankommen, ist das Auto kaputt oder so. Wie er das. So, gleich erstmal Bank und erstmal Karte. Wagenheber mal dabei, das ist sehr gut.
Uiuiui. Nein. Ich hätte jetzt noch gewählt. Ab in den See oder so, an den Teich, Wasser, Meer. Ja. Hätte jetzt mein Sonntagsausgeh-Outfit hier so mit Crocs und keine Ahnung. Kurzem Höschen. Yo, yo, meine Karte. Ich hätte gerne Klassik-Karte. Hallo. Ah, nee, ne. Warte stornieren, ja, okay. Dann ist die zu Hause jetzt kaputt, egal. So, wunderbar. Please come again. Dann müssen wir jetzt. So, erstmal gucken, was er mir jetzt so fürs Auto geben würde. 19.000. Nein, eins nur. Kaufen. So, warte kurz, ich muss mal. Der muss mal. Wir müssen mal müssen. So, warte, aber jetzt gehen wir da mal müssen. Ja, ne, mir ist ja ein bisschen kalt. Hat jetzt gehampelt, weil ihr kalt ist oder weil ihr muss? Ah, wahrscheinlich wegen müssen. So, dann mal schnell hier. So, wunderbar. Oh, Niveau. Ich habe nur noch einen Kontostand von 9.000. Das ist jetzt echt langsam frustrierend. Mein Gott, ey. Wagen übermontieren. Mann, 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 nee. So, Moment, Moment, Moment. Ich muss ja natürlich die Werkzeugkiste in der Hand nehmen. Ich bin so Banane, echt. Ich bin so Banane. So, wunderbar. Guck mal, das ist doch jetzt, haben wir schon wieder 100%. Die ist repariert. Die ist repariert und schon ist fertig hier. Das ist voll geil. Ach, ich weiß, jetzt haben wir den Dünger drin gelassen. Das ist ja gelinde gesagt nicht so toll. Service beenden. Ja, dann müssen wir noch mal da rein. Also irgendwie 19.000 hat er eben gesagt. Prices are not negotiable.
Ernsthaft? If you want me to buy that, you better give me good price. Ach so, auf die Bank übrigens. Jetzt sind es aber anscheinend mehr. Keine Ahnung. Wir verkaufen einfach so. Auto weg, alles weg. Den können wir jetzt nämlich mit unseren Crocs schwimmen gehen. Und mit Karte und mit allem. Das heißt, man findet unsere Leiche nie wieder. So, wir machen jetzt hier eine Sterbetour. Juhu! Mal gucken, wie weit wir kommen, bevor der Hai uns holt. Ob hier überhaupt ein Hai kommt. Also ich glaube ja nicht, dass bei dem Gestrampel überhaupt die Crocs noch an den Füßen wären, ne, wenn ich ehrlich bin. Ist das schon? Vielleicht krallt sie sich wie eine Katze in den Dingern fest. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank 30.000. Können zur Not noch ein paar Volkswagen fertig machen. Da standen ja mehr als genug rum. Sogar mit Fahrersitzen und was weiß ich nicht alles. Also das ist... Das ist jetzt natürlich der Nachteil, ne? Hier kann man sich mal nicht eben am Rücken legen und Ausdauer machen. Aber sollte es tatsächlich möglich sein, dass wir es hier ohne Hai-Attacke hinschaffen, weiterzukommen? Dies wäre sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, schauen wir mal, ne? Noch sind wir ja nicht da drüben. Wahrscheinlich so ganz kurz vorher oder so kommt dann der Hai. Jetzt habe ich die Zone erst verlassen, okay. Aber eine Riesenzone, ne? Fast bis hier drüben dran ist. Das ist Wahnsinn. Ja gut, vielleicht kam deshalb auch nicht der Hai. Was sagt man, dass der unten ist? Das war ein Stein. Ich wollte gerade sagen, ey, was ist denn das? Gut, aber wir kommen anscheinend hier gerade so gut voran. Ohne Hai-Attacke. Halt im Sandstrand panieren. Oh, da kommt schon ein Zombie. Ein
muss schon keinem Hai fürchten. Aua! Alter. Wie viel hält denn der blöde Zombie hier aus? Das ist ja nicht wahr. Halt doch jetzt endlich um, du blöder Zombie hier. Okay. Zombie ist halt Auction nicht wirklich lustig. Was soll man dir sagen, hä? So 250. Und ja, wir schauen mal, wo geht's denn hin? Wo geht's hin? Nach A2? Okay. Naja, ist ja nicht so weit weg von zu Hause oder so, ne? Aber wir können es ja weit weg machen. Irgendwie hier so. Gut. Dann jetzt hier Steine. Einmal. Zweimal. Damit können wir schon mal direkt hier das Ding machen. Messer. So, in der Hand hier. Direkt. Tack, tack. Da auch direkt mit. Wunderbar, dann nehmen wir direkt das Ding noch. In die Hände nehmen, das mitnehmen und direkt hier ans Werk. So, in kleine Stücke zerteilen. So, weil das können wir in kleine Stücke zerteilen. Dann bauen wir eine Axt und dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. So, ich sag erstmal vielen lieben vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und sag erstmal ciao, der Falli.